Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, da oben blinkt es schon wieder die ganze Zeit. Moment, ich muss mal. Achso, doch, Moment, kann ich hier raus essen? Ich muss mal eben meinen Fokus wieder auffüllen. Ich hatte vergessen, dass ich hier nicht mit der Escape-Taste rauskomme. So, wie sieht's denn aus? Die Bretter können wir auch direkt in einem mal eben mitnehmen. Und schon mal hier drin verstauen. Unterwegs habe ich auch noch ein bisschen Holz bekommen. Das ist alles kein Problem. Das können wir alles hier reinmachen. Das können wir auch alles hier reinlegen. So. So viele Fische habe ich jetzt leider nicht bekommen. Ich hatte gehofft, dass es mehr werden. Ist aber offenbar auch dem Umstand geschuldet. Oh ja, also der Perfekte hat auch einen etwas höheren Wert. Da bekomme ich 30 für und da 20. Das wollte ich nur mal eben wissen. Er ist auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass ich zwischendurch draußen auch mal ein bisschen Holz hacken war. Weil wir haben ja das Problem, irgendwann sind hier die Bäume alle weg. Und dann, ja, habe ich halt tatsächlich ein Problem, weil ich nichts mehr machen kann. Post habe ich auch, habe ich gerade gesehen. Hier ist noch ein Grundstück von uns, meine ich. Das heißt, wir gucken jetzt mal eben. Achso, die habe ich wieder weggetan. Ah. Ich habe alles weggetan. Ich habe sowohl die Sachen, die wir pflanzen wollten, weggetan, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Wie auch die Eichel. Sonst haben wir nichts, was wir noch brauchen. Nee. Okay. Ach so, ich habe übrigens etwas herausgefunden. Die können wir ernten, sehr schön. Das, wenn ich gegossen habe, das zeige ich euch gleich. Moment. Wäre nur schön. Ach, ich muss. Nein, oder? Oh. Ich muss das jetzt alles nochmal neu. Nee, wieso drücke ich jetzt hier F? Ich muss das alles nochmal neu haken. Das ist ja doof. Das war doch schon so ätzend in dem Moment, wo wir es gemacht haben. Dann ist natürlich die Frage, sollten wir das machen? Sollten wir ja regelmäßig Sachen anpflanzen und dann verkaufen? Oder sollten wir das generell nicht machen? Ich muss echt mal die Preise da im Auge behalten, ob uns das überhaupt was bringt. Weil wir müssen natürlich Wasser immer regelmäßig drauf machen. Wir müssen gucken, dass wir ja, uns wirklich halt drum kümmern, ne? Dass wir dann das Unkraut wegmachen. Schätze mal, wenn zu viel Unkraut drauf ist, wird wahrscheinlich auch wenig, ja gut, weniger Ertrag wahrscheinlich nicht. Weil wir ohnehin nur eins haben. Haben wir jetzt, Moment, haben wir jetzt gerade einen Kupf. Wir haben ein Kupfererz hier drin gefunden. Wollt ihr mich veräppeln? In meinem schönen Garten Kupfererz? Ich meine, das ist cool, aber. Das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Alles nur beim Jäten hier. Na gut. Wenn wir was in der Hand haben, habe ich eben zufälligerweise im Chat gelesen, können wir X drücken und zack, haben wir es nicht mehr in der Hand. Finde ich cool. Wusste ich, wie gesagt, vorher noch nicht. Ach, der wollte Karotten haben, der eine. Irgendeiner hatte mir doch was erzählt von Kartoffeln. Und, ja, und der will jetzt Karotten haben. Na super. Ja, gut. Wir machen jetzt erstmal die Kartoffeln. Weil da weiß ich definitiv, dass die auch gebraucht wurden. Was ich blöd finde, dass wir jetzt hier. Ja, gut. Wahrscheinlich aber auch nur deswegen, weil wir nichts Neues mehr angepflanzt haben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Moment, 4. Dann mache ich das hier unten hin. So. Die sollte ja für alle reichen. Beste Bewässerung ist sowieso, wenn man stetig immer wieder einen Tropfen drauf machen lässt. Da gibt es so Bewässerungssysteme, die aber leider mega, mega teuer sind. Die sind aber wahnsinnig gut, weil nämlich dadurch der Boden durchgehend nass gehalten wird. Oder nass nicht, aber feucht gehalten wird. Und, ach so, die Eichel müssen wir noch machen. Machen wir mal hier in die Ecke oder so. Einfach mal testen. Okay, da wird dann auch der Baum angezeigt und nicht die Eichel selber. Das ist schon mal gut. Ich mache die mal relativ weit außen, falls wir da noch irgendwas hinpflanzen wollen. Ach, ich dachte, der muss erstmal wachsen.
Aber der kommt direkt als großer Baum, dass wir den abwenden können. Ja, das ist ja geil. Das ist richtig cool. So. Dann erstmal Wasser auffüllen und ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr. Dann können wir das direkt lesen. Ich gewöhne mich übrigens langsam wieder ans E zurück. Sei gegrüßt. Das war... Nee, Hodari weiß ich jetzt gerade nicht. Der hat einige Rezepte. Might do you good upgrade to pick of yours. Ja, aber wo, was denn für welche? Plus being able to forge a new iron bars to sell. Was? To sell? Never hurt anybody's wallet? Haben die da einen Punkt vergessen? Ich weiß es nicht. Heißt das jetzt, dass wir, wenn wir das kaufen, Eisenbarren machen können? Habe ich das richtig verstanden? Iron ist doch Eisen, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. So, dann, das war der Jäger. You must share my hunting grounds. I would like to teach you to do more effectively. Ist das das, was er jetzt vor, also in der letzten Folge dann mit uns besprochen hat oder wieder was Neues? To improve your pitfall arrows. Nee, dann ist das, ja, dann ist das das, was wir schon gemacht haben im Endeffekt. Zeki war der Karte. Here's a little something. Was ist denn das? Ach, eine Glücksmünze. Die können wir bei ihm einlösen. Das habe ich mitbekommen. Okay. Ja, ich weiß. Kaufen werde ich keine, aber... Also, gut, ich weiß jetzt nicht, kann man das mit Gold kaufen oder nicht? Oder was kriegt man dann? Ne? Wie lange dauert das jetzt hier noch? 23 Minuten. Oh, nee. Ich nehme mal an, 23 echte Minuten. Ah, Moment. Weizen. Ich werde dann übrigens diese Liste auch bei mir auf dem Blog veröffentlichen. Auf meinem Blog von gameplayerin.de. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir an Weizen bezahlt haben. Mist. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir damit Gewinn machen. Also, im Einkauf habe ich keine Ahnung, wie viel es ist. Und im Verkauf wären es dann 49 Gold. Weil dann könnte man nämlich daran so ein bisschen ausmachen, okay, es lohnt sich nicht, die anderen Sachen zu machen. Ich weiß auch nicht, wie viele Tage das waren, aber ich glaube, das waren auch so 3-4 Tage oder so, der Weizen. Bin ich mir jetzt... Ach so, Moment, das ist aber der Goldene. Stopp. Das ist der Goldene. Wieso ist das jetzt hier? Bleib doch mal da drauf stehen. Und der andere ist 33, der normale. Darf ich mich jetzt nicht von, ne, beirren lassen? Dann würde ich sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Irgendjemand wollte, glaube ich, Weizen haben. Aber den kann ich erstmal verkaufen. Nein, da habe ich nicht drauf gedrückt. Dann habe ich keine Ahnung, wer jetzt ehrlich gesagt den Weizen haben wollte. Moment, ihm habe ich schon was gegeben. Da müsste ich dann theoretisch neu fragen. Er wollte die Kartoffel auf jeden Fall haben. Okay. Ich weiß auch nicht, ob sich da die Beziehung steigert, wenn ich denen die Sachen gebe, also diese Freundschaftsgeschenke. Oder ob die sich erheblich mehr steigert, als im Endeffekt, wenn man normal mit denen redet. Ich habe keine Ahnung. Ach, die wollte Leder haben, stimmt ja. Ihm habe ich schon was gegeben. Ja. Sie möchte eine Feuerwurzel haben. Was ist denn das hier mit dem Schlüssel? Erreiche eine höhere Stufe mit dieser Person im Dorf, um diese Quest freizuschalten. Moment, ist das nicht die mit dem Schlüssel, die wir schon haben? Und hier, um diese Quest freizuschalten, mit dem Drachen haben wir doch auch schon was gemacht. Okay, also ich würde sagen, dass wir einmal die Feuerwurzel auf jeden Fall noch mitnehmen. Feuerwurzel für Gina. Oh, Moment. Feuerwurzel für Gina und... Aha! Und er möchte einen Steuerrat haben.
Okay, also Gina und Feuerwurzel müssen wir holen und ein Steuerrad. Gina und der Bürgermeister. Da müssen wir mal eben gucken. Bürgermeister will ein Steuerrad haben und wir haben nur eine Feuerwurzel, aber die nehmen wir dann auf jeden Fall mit. Kupfererz muss ich reintun. Das muss ich dann gleich mal ausprobieren. Beim Weizen bin ich mir nicht sicher. Ich lege den jetzt erstmal eben zurück. Ich habe jetzt, oder habe ich jetzt auch einen angepflanzt? Ich glaube, ich hatte jetzt auch einen angepflanzt, oder? Kann gar nicht sein. Ich hatte nur Tomaten gekauft. Ich weiß es nicht. Lass den erstmal zurück, falls da jetzt doch irgendwas mit einer Quest war. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was das betrifft. So. Ich habe schon wieder vergessen. Moment, Gina und der Bürgermeister war's, genau. Ah, Gina und der Bürgermeister. Wer würde mir denn eher über den Weg laufen? Gar keiner von beiden. Nein. Nee, das ist Kenli. Ich dachte gerade schon. Ja, stimmt, er hat ja Nachtschicht, hat er gesagt. Wo ist denn der Bürgermeister jetzt hin? Oh Leute, könnt ihr nicht einfach immer in der Gegend herumspazieren? Gina sehe ich aber auch gerade. Moment, Gina ist hier oben. Ja, egal, kann ich ja auch. Thekla oder? Nee, Hekla? Kann ich ja auch fixieren. Aber wo ist jetzt der Bürgermeister hin? Ich meine, wir haben 11:30 Uhr morgens. Ich meine, ihm traue ich das zu, dass er noch pennt, ne? Davon mal abgesehen. Mit dem einen Typen sollten wir noch mal sprechen, aber der ist natürlich jetzt in einer ganz anderen Richtung. Moment, laufe ich da jetzt? Nee, meine ich doch. Ich laufe doch jetzt komplett in die falsche Richtung. Wieso wird mir... Das wurde mir auch gar nicht angezeigt, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da lief gerade ein Klon von mir rum. Hat sich die Haare genauso gemacht wie ich und extra das gleiche Oberteil angezogen, glaube ich. So, mal schauen. Ich denke mal, das ist da hinten bei den Wasserfällen, oder? Dass sie da auf mich wartet. Ah, das ist halt alles so, ne? Ich weiß nicht, kommen wir jetzt morgen rein oder kommen wir jetzt nicht rein? Und heute werde ich auch nicht mehr ins Spiel reinkommen. Also ich habe da privat jetzt keine Zeit mehr zu, irgendwo reinzugehen. Abgesehen davon, dass nachher noch mein Putztag anfängt und das dann auch wieder, upsa, das dann auch wieder eine Weile dauert. Da muss ich natürlich dann auch drauf achten. Ich kann ja nicht hier die ganze Zeit hausen wie sonst was und dann alles vergessen, nur weil ich hier am Spielen bin. Nein! Oh. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich doch nicht jetzt bewegen, jetzt wo ich dich gerade anfixiert hatte. Ach, das war doch so einer, okay. Nein! Mach den Hals hoch! Ach, du kannst mich mal. Ich mag die blöden Viecher nicht. Ich bin ganz ehrlich, wenn, dann würde ich lieber die Fische fangen und darauf sparen, dass ich da die Felle von denen kaufen kann. Also haben wir eigentlich schon mal einen Frosch gefangen? Aber der ist jetzt weg, oder? Nee, es ist auch kein Frosch. Nee, nee, das ist eine... Ich höre doch hier die ganze Zeit Frösche. Du bist ein Käfer. Stinkkäfer. Ja, doch, den hatten wir schon mal. Schade. Ich dachte, das wäre jetzt was Neues. Aber ist es leider nicht. Gina? Was ist los mit dir? Sorry, I was in my thoughts. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe mich schon gefragt, wie es dir geht. Der Schlüssel muss irgendwo sein. Hekla sagte mir, dass sie seine Strömung in den Ruinen auf den Hügeln von Bahari gespürt habe. Du wolltest das hier haben, genau. Wie gesagt, man kann das an diesen weißen Zeichen oben in der Ecke. Kann man das sehen? Danke! Manchmal kann das Kochen am Lagerfeuer etwas fade werden. Ein paar Gewürze sind eine nette Abwechslung. Okay, dann ist jetzt nur noch die Frage zu klären, wo ist unser abtrünniger Bürgermeister hin? Nee, da ist er doch, oder? Ach,
das ist ja der Kenli. Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. Okay, okay, okay. Nee, aber den hatte ich schon. Nee, den muss ich nicht mehr, glaube ich. Ich fände es besser, wenn man so eine Übersicht hätte. Und dann gucken könnte, okay, also nachgucken könnte, den habe ich schon, den habe ich noch nicht. Vielleicht kann man das auch irgendwo. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht, dass man das bei den Tieren nachsehen kann, oder? Da ist dann nur, ja gut, Bugcatcher kann alles bedeuten. Ich glaube, dass ich einen gefangen habe, heißt das. Aber wir haben hier halt keine Übersicht darüber. Bahari Bug Collector. Oder? Aha! Ja, man sollte nicht reden, sondern lieber dann zwischendurch erstmal schauen. Ja, das ist ja cool. Das habe ich aber auch gehabt hier. Hallo? Achso, das war der hier. Na gut, ich habe nichts gesagt. Dann haben wir unterschiedliche Krabben, die wir dann noch holen können. Dann müssen wir die hier alle im Perfekt noch holen. Ach du Schande. Eieiei. Woher sehe ich dann, ob es eine im Perfekt ist oder nicht? Oh, Moment. Das ist Gewürz. Gewürz. Moment. Nein, 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 nein. Warum haut der jetzt ab? Willst du mich veräppeln? Da war keiner. Da wartet man darauf, dass sie ihren blöden Hals hochmachen und nichts passiert. Na egal, wir gehen jetzt zum Bürgermeister. Mir ist das hier zu blöd. Haut einfach alle ab. Sonst fresse ich euch. So. Ja, ich weiß, aber die sind in der Regel ja einfacher als die Großen. Und ich brauche die immer wieder mal zwischendurch. Deswegen, da ist wieder so ein Bug hier. Aber die müsste ich eigentlich fangen, um die Kollektion zu vervollständigen. Aber gut, damit will ich mich jetzt natürlich nicht abgeben, wenn ich jetzt gerade auf dem Weg zu einer Quest bin. Die nehme ich noch eben mit. Links war auch noch eine, aber Bürgermeister. Oh, links die. Moment. Links die ist abgehakt? Geh mal weg da. Ah, Mist. Ja, ja, ich wollte dich nicht erschrecken. Kann ich dich noch holen? Ich kann dich holen. Perfekt. Eine gemeine Feldgrille. Die hatte ich aber schon mal. Okay. Bürgermeister. Bürgermeister ist in der Richtung. Ist das der Bürgermeister? Ne, der Bürgermeister ist hier links. Was rede ich denn? Haben die jetzt hier alle neue Quests oder was für mich? Die verwirren mich hier total. Ah! Moment, wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin auf der Rückseite. Ja, okay. Da können wir aber durch. So, ist er denn? Er ist gerade sozusagen am Arbeiten, so wie es aussieht. Eieieiei. Wir tun das mal weg hier. Da oben ist er. Nee, das ist die andere. Sprechen wir auch mal kurz an. Ich hoffe, das ist wichtig. Ich habe meine Absicht bewiesen. Deine zunehmenden Fähigkeiten haben endlich meine Aufmerksamkeit erreicht. Harte Arbeit ist das Rückgrat der palanianischen Gesellschaft. Ein guter Bürger verbessert das Dorf mit seinem Talent. Ich habe zahlreiche Beschwerden über das Verhalten meiner Tochter erhalten. Geht das nicht allen Eltern so? Könnten Sie zur Rezeption gehen und Sie daran erinnern, dass der Ruf unserer Familie auf dem Spiel steht? Oh, leave me to my duties. Muss ich das machen? Kann ich mit ihr reden? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich rede jetzt mal einfach mit der. Willkommen im Rathaus. Das Büro des Magistrats ist zu meiner Linken und das Büro des Bürgermeisters ist... Was soll ich sagen? Sie wissen, warum Sie hier sind. Wenn du noch meinen Papa suchst, der ist hinten in seinem Büro. Wenn du nach meiner Mutter suchst, würde ich dich gern fragen, warum. Weil ich dir ernsthaft empfehlen würde, lieber das Weite zu suchen. Toodles. Kann ich gut verstehen.
Moment. Kenji, Kenji ist hier. Nee, Kenji, wie heißt der? Ich weiß es nicht. Wo ist er denn jetzt? Da. Ken Lee. So. Someone nice to talk to. Setz dich und plaudere mit mir. Für meine Wählerschaft habe ich immer Zeit. Du hast Glück, dass du frei bist und gehen kannst, wohin du willst. Ich sitze in meinem tristen Büro fest. Aber wenigstens habe ich diesen schicken Stuhl. Er kann sich vielleicht nicht drehen, aber er ist auf jeden Fall wackelig. Das ist doch schön. Wow. Oh, das ist so aufregend. Stand da jetzt gerade irgendwas mit Beziehungen verbessern, glaube ich, stand da drin. So, einmal das Steuerrad, sonst haben wir nichts für ihn. Wie ich sehe, hast du deinen Teil dazu beigetragen, unsere Wasserwege zu säubern. Vielleicht meckert Esche jetzt nicht mehr so oft darüber. Plus 10 Ansehen haben wir jetzt erhalten, weil wir denen hier die, das, was er wollte, gegeben haben. Das finde ich gut. Und noch besser finde ich, dass wir jetzt gerade eine neue Quest kriegen. Kann er mal die Klappe halten? Ich bin hier gerade am Reden. So. Oh nein. Oh je. Das ist eine Katastrophe. Ich gebe Ihnen eine Minute. Kann ich Ihnen bei etwas helfen? Ha! Ich habe dich da nicht gesehen. Ich nehme an, die Umstände sind schlimm genug, um Sie um Hilfe zu bitten. Siehst du, es ist etwas wirklich Schreckliches passiert. Jemand hat mein Sandwich verloren. Wer? Also ich. Aber das tut nichts zur Sache. Niemand kann von mir erwarten, dass ich arbeiten kann, wenn ich so ausgehungert bin. Ja, ich weiß, du kannst mir helfen, es zu finden. Wo soll ich suchen? Mal überlegen. Ich war unterwegs, um meine Wählerschaft zu begrüßen und wollte meinen Füßen eine kurze Pause gönnen. Ich habe ein schattiges Plätzchen gefunden, wo ich vom Duft frisch blühender Blumen umgeben war. Oh, wo ich jetzt so darüber nachdenke. In der Nähe plätscherte Wasser. Sehr viel sogar. Und zwar ein ganzer Wasserfall. Dann lief ein niedliches kleines Chapa an mir vorbei und ich folgte ihm. Und jetzt bin ich hier. Hungrig, ohne Sandwich und zu schwach, um zu arbeiten. Bitte beeile dich. You're always welcome at City Hall. Kann man das nochmal nachlesen? Also, nicht wirklich. He lifted somewhere in the shade, also im Schatten, in der Nähe von Blumen und einem Wasserfall. Im Schatten in der Nähe von Blumen und einem Wasserfall. Ich hätte jetzt spontan gesagt, das ist bei ihm hinten durch im Garten. Aber das Chapar, das hat mich jetzt irgendwie gerade verwirrt. Moment, das ist jetzt vorne? Ich bin jetzt hier auch falsch. Nee, hier ist sein... Also ich muss links rum. Ist das da oben gewesen? Nee. Ich muss links rum und gehe rechts rum. Ich glaube, ich mache mir einfach mal eine Markierung da rein. Das ist irgendwie einfacher. Weil dann denke ich natürlich, okay, das ist jetzt die Richtung, in die der Jar guckt. Und dann läuft man auch in die Richtung rein. Und dann ist man plötzlich genau falsch rumgelaufen. Ich weiß auch nicht. Was ist mit dir? Mit dir kann ich nochmal kurz sprechen. Zu dir wollte ich eh. Sie haben den Bergbau noch nicht aufgegeben, was? Ich habe einige neue Rezepte auf Lager, die Sie interessieren könnten. Herstellung Kupfer. Herstellung handelsübliche Spitzhacke. Ach, du kannst mich doch mal kreuzweise. Moment, wir können theoretisch... Ja, wir können nur zwei Sachen nehmen. Eisenbarren, Keramik, Kupfer. Kupfer bräuchte ich auf jeden Fall. Eisen kann ich noch nicht machen, wenn ich das nicht habe. Das heißt, ich schreibe mal eben auf 250 für die Spitzhacke. Und 100 für Eisenbarren. Dann würde ich sagen, dass ich Kupfer und Keramik nehme. Da habe ich auf jeden Fall das Geld jetzt für da. Ich weiß, ich war eigentlich für was anderes am Sparen, für den Bogen. Wobei der Bogen ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Ach, Mann. Eigentlich wollte ich ihn noch gefragt haben, was er haben möchte. Aber egal. Wo ist jetzt unser Ziel? Direkt vor uns und dann links.
Ah ja, hier. Schauen wir mal. Ob mich mein Gefühl trügt. Weil ich meine, da wäre auch Wasser bei gewesen. Ah, ich muss aber da durchgehen, ne? So, Schatten, Blumen, Wasser ist hier in der Nähe. Hier ist eine Kiste. Oh, das war eine versteckte Kiste. Okay, das war nicht unser Ziel, beziehungsweise das, was wir finden wollten, aber es war eine versteckte Kiste, immerhin. Aber... Hm. Ja gut, er war an einem schattigen Plätzchen. Er hat jetzt nicht gesagt, dass er es da verloren hat. Es kann natürlich sein, dass das irgendwo hier... Kann ich ja durchlaufen? Oh. Das ist ja geil. Kann sein, dass das irgendwo hier liegt, aber es sieht nicht danach aus. Aber hier ist halt auch kein Chapin, ne? Ja, hätte ja klappen können. Weil ich war halt hier drin und habe mich daran erinnert und habe gedacht, ja, das... Och, die läuft einfach in die Bank drüber. Das hört sich doch fast so an, als wäre das jetzt hier bei ihm gewesen, aber nein. Hm. Okay. Er ist dann von da aus im Rathaus gelandet. Moment, das ist hier. Kann natürlich sein, dass er hier jetzt irgendwie diesen Chapin gefolgt ist, aber... Hier ist auch nochmal ein schattiges Plätzchen und Blumen. Aber kein Wasser in der Nähe, ne? Hm. Wo haben wir denn hier Wasser? Irgendwas hat er gesagt mit Wählerschaft. Dass er die Wählerschaft irgendwie beeindrucken wollte, keine Ahnung. Und... Ey, was ist das für eine Quest, bitte? Was ist das für eine Quest? Wo zur Hölle soll ich jetzt herausfinden? Oder wie? Wo der jetzt genau gewesen ist. Also. Könnte auch da drüber gegangen sein. Also hier sind. Ach so. Warte mal. Hier sind Chapas. Jetzt, wo ich die gerade alle so am Killen bin, ne? hier ist auf jeden Fall Wasser in der Nähe. Der ist ein Chapin gefolgt und dann war er plötzlich da. Es kann natürlich sein, dass der jetzt irgendwo hier rumgelaufen ist. Und man es nicht weiß. Hm. Okay, das habe ich auch noch nie gehabt. Wow. Hier ist auch nochmal sowas. Okay. Der könnte natürlich auch hier... Oh, oh. Ah, sieht man da dran, dass das ein Sterne-Ding ist? Jetzt ist es natürlich weggeflogen, ne? Mist. Weil die anderen waren noch nicht so extrem am Leuchten, oder? Hm. Hier ist auch nichts. Kann ich ihm nicht einfach ein neues Brot machen? Das wäre doch eigentlich einfacher, oder? Ich meine, aber Brot kann ich leider nicht machen. Eine leere Schatztruhe von deinen Reisen. Okay, die kann man nicht öffnen. Ich gucke nochmal eben nach, aber da steht nur... Nee, finde sein verlorenes Sandwich. Hm.
Das ist doch doof, ganz ehrlich. Was ist denn das hier hinten eigentlich? Züchtet hier einer Pflanzen? Das sieht so aus. Oder das ist die Heilstation oder sowas. Das kann natürlich auch... Oder irgendwie sowas Mystisches, keine Ahnung. Kann hier irgendwas machen? Nee. Aber mit dem können wir reden. Ich rede jetzt erstmal mit ihm, weil ich glaube, das mit dem Sandwich, das kann man vergessen. Also. Take a load off. Hält das alte Sägewerk... Hält sie das alte Sägewerk schon zurück? Mal sehen, ob ich einen Entwurf für ein stabileres Modell auftreiben kann. Jetzt muss ich ja noch 1000 für so ein blödes Sägewerk holen. Och, Leute. Sägewerk. Das war vorher nicht freigeschaltet, meine ich, ne? Ach, Mann, 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 Mann. Ach so, und dann auch noch mal... Aber Kernholz haben wir noch nicht. Das ist jetzt im Moment noch nicht so wichtig. Dieses schwere Sägewerk verarbeitet das Holz mit einer höheren Geschwindigkeit als ein einfaches Sägewerk zu Brettern. Das wäre aber auf jeden Fall gut. Wo habe ich denn... Achso, doch, die Feldgrille habe ich am Anfang, glaube ich, bekommen, ne? Ich war gerade überlegen, so, hä, wo habe ich... Hallo? Geht's noch? How's your day going? Warum gehst du einfach da raus? Geht's noch? Ich wollte mit dir reden. Vor vielen Jahren schwor ich mir, nie mehr eine Klinge in die Hand zu nehmen. Und ich würde dir raten, sorgfältig darüber nachzudenken, bevor du selbst eine zulegst. Bereits angetane Gewalt kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das ist richtig. Habe ich irgendwas für dich? Ich glaube nicht, ne? Nee, okay. Ah, Mann, ich will immer damit Escape rausgehen. Be safe out there. Aber ich muss ja dann rausgehen und da reingehen. So, jetzt sind wir hier am Hafen. Wir kommen also quasi von der Rückseite ins Dorf, wenn ich das richtig erkenne. Dann würde ich nämlich gerne noch zu dem Kater eben gehen. Ich weiß, die Folge ist schon sehr lange, aber das wollte ich nochmal kurz machen, damit ich das nicht vergesse. So, Möbel, zack, hier. Und die Glückskiste benutzen. Ja, und nun? Achso, man bekommt eine Glückskiste quasi. Das ist dann so ein rundes Teil. Öffne sie, um herauszufinden, was da drin verborgen ist. Naja, nicht wegwerfen. Hallo, geht's noch? Geh doch mal hier raus. Kann man auch wieder nicht mit Escape? Okay. Eins. Heidelbeerstrauch. Ja, cool. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, wieso habe ich das Ding eigentlich noch in der Hand? Ich könnte mir vorstellen, dass wir da jetzt immer die Samen so durcheinander, sage ich mal, kriegen können. Wurm. Ich würde mir eigentlich schon fast zwei Würmer holen, aber die sind natürlich sehr toll. Ach, Moment. Ich muss noch Karottensamen holen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und schon sind wir wieder pleite. Aber wir müssen die ja haben, um die eine Quest für den einen zu machen, weil der unbedingt Karottensamen braucht. Ja gut, ich meine, ihr müsst ja jetzt nicht dabei sein, wenn ich die Karotten anpflanze. Was haben wir denn sonst noch alles? Die Sachen, die werde ich auf jeden Fall erstmal auslagern hier. Die Kiste ist eh leer, das heißt, da brauchen wir uns jetzt auch nichts anzugucken oder so. Das heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder zur Farm zurück, entleere mal mein Inventar ein bisschen und schau mal, was ich da jetzt noch machen kann, was ich so offline noch hinkriege. Große Frage, kann ich diesen Baum hier eigentlich nehmen? Oh, den kann ich nehmen. Bin ich schon dreimal dran vorbeigelaufen, habe immer gedacht, ist der so angestrichen, weil ich den nicht wegmachen kann? Oder kann ich den wegmachen? In dem Fall muss ich sagen, ich kann ihn wegmachen. So. Der hat sich übrigens sehr stalkermäßig angehört. Hier, Lobo ran to you. Okay. Ja, und wir haben wieder neues Gold bekommen. Sehr schön. Theoretischerweise könnte ich jetzt die Spitzhacke damit holen. Ich denke, dass ich das wohl auch beim nächsten Mal machen werde, weil Sägewerk nervt mich auf jeden Fall, ja. Aber Spitzhacke ist halt neu, weil da kann man dann nämlich jetzt, ich denke mal, Kohle ist das. Es könnte natürlich auch Eisen sein, wenn wir Eisenbarren kaufen können. Hm.
Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werden wir das in der nächsten Folge sehen. Es ist auch schon wieder spät am Abend. Mal wieder kann man hier sowieso nichts machen. Das heißt, ich werde mich dann vermutlich nochmal aufmachen, eine Runde zu angeln. Und wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Die Karotten werde ich dann so eben einsehen. Das ist ja jetzt nichts, was ihr euch mit ansehen müsst. Ihr wisst ja Bescheid darüber. Ja, mit dem verlorenen Sandwich, keine Ahnung. Da muss ich dann nochmal schauen. Ich wüsste jetzt auch nicht. Ich nehme mal an, dass das ungefähr da in dem Bereich ist, wo wir waren, weil da waren halt die Viecher überall, die da rumliefen. Da war Wasser, schattiges Plätzchen und Blumen hatten wir auch. Ja, ist es da, wo der Schatten ist? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich vermute, dass es wahrscheinlich eher da irgendwo ist, wo die Tiere rumgelaufen sind. Dass die dem das weggenommen haben oder so. Oder er das dann halt da in der Nähe verloren hat. Ich weiß es nicht. Wir werden es hoffentlich irgendwann herausfinden. Ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.